Willkommen zu Frequent Traveler TV. In der heutigen Ausgabe geht es um Lufthansa Miles & More. Und es wird gesucht, ein Meilenmillionär, zwei Meilenmillionäre, nein, 10 Meilenmillionäre. Mario will nicht mitmachen. Ich weiß nicht, warum. Nee. Vielleicht hat er sich schon die Millionen Meilen gesichert und er möchte sich nicht einschränken, wenn er nur 1 Million Meilen gewinnt. Wie ist das, Mario? Ja, genau. Also was soll man mit 1 Million? Da müsste man sich ja tatsächlich sehr einschränken. Das geht gar nicht. Insofern alles gut. Aber die Teilnehmer, die dort genannt sind, die sind alle so weit und so fern von mir. Also bis auf ein FATS-Abo und natürlich im Lufthansa Workshop einkaufen, extra nach Ingolstadt fahren. Da sind wir etwas zu weit, muss ich sagen. Und eine Herzautovermietung habe ich hier nicht in der Nähe. Es tut mir ja so leid. Bevor wir aber jetzt alles verraten, lass uns doch einfach mal das Intro wieder einspielen. Ja. Mein Name ist Lars Korsten. Dein Name ist? Mario Hofmeister. Und wir sind da, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und mehr Status zu bringen. Habe ich das richtig gesagt? Das hast du nicht nur richtig gesagt, wir meinen das auch so. Wie immer, subscribe. Irgendwo ist subscribe. Und ganz wichtig, kommentieren, Fragen stellen. Und weil das Video sich wirklich um diese Meilen dreht, ich möchte euch diesen Glitter einfach mal zeigen. Das glitzert vor sich hin. Ihr seht, wie der Meilenmillionär gesucht wird von Lufthansa Miles & More. Ich blende es einfach wieder aus. Man wird ja ganz kirre, wenn man das sieht. Ja, Buschig. Ganz wuschig. So, ja, wir haben es ja schon gesagt. Die Miles & More Teilnehmer in Deutschland haben vom 1. bis zum 30. Juni Zeit, sich für diesen Wettbewerb, das ist ja eine Verlosung, zu bewerben. Eine Verlosung. Verlosung, ja. Also ist leider, wenn du dreimal das machst, Mario, kriegst du nicht die Meilen. Man muss sich registrieren. Ganz wichtig, registrieren. Bis zum 30.06., wobei es aber erst zählt, die Aktion ab der Registrierung, wenn ich das richtig verstanden habe. Man muss es bei 3 unterschiedlichen Partnern machen, die stellen wir euch vor. Mario hat auch schon eine ganz dezidierte Meinung zu eigentlich jedem der Partner. Dann nehmt ihr, wenn ihr diese 3 Partner, also von diesen Partnern, die ihr sind mehr als 3, wenn ihr 3 gehabt habt, könnt ihr an dieser Verlosung teilnehmen. Ganz, ganz wichtig. Ihr habt auch in den Shownotes den Link, wo ich anmelden könnt. So, Mario ist ja quasi bei uns derjenige, der kulturell interessiert ist. Er liest ja die Zeitung. Und da würde ich jetzt einfach mal, die Zeitung einblenden. Ja. Sie steht schon über Mario. Das ist die Frankfurter Allgemeine, Mario. Was muss ich tun, damit ich zumindest diesen Challenge machen kann und abhaken? Naja. 6-monatiges Abo musst du zumindest abschließen, um zumindest die Fahrt zu schließen. 6 Monate geht ja, es gibt ja auch noch zusätzlich Meilen. Also es ist ja nicht so, dass du nur so auf Risiko spielst. Auch für dieses Abo gibt es bereits Meilen. Insofern lohnt sich das Abo auch, wenn man nur die Zeitung für das halbe Jahr abonniert. Also das heißt 22.222 Meilen für das 6-monatige Abo und 44.444 Meilen. Haben die eigentlich was zum Preis gesagt, was das Abo kostet? Eigentlich nicht, ne? Nee, steht nicht. Steht nur, dass man bis zu 44.444 Meilen sammeln kann. Ich werde den Preis... Oder halt 22.222. Ich werde den Preis quasi hier einblenden, damit wir wissen, was es kostet. Der nächste Partner, wo Mario ja schon eben sagte, dass er bei sich in seiner näheren, weiteren Umgebung keinen hat, das sind die Freunde von Hertz. Da sammelt er 16-fache Meilen, wenn er sich dahin bewegen würde. Heißt also, wenn du das Auto 22 bis 28 Tage mieten würdest, würdest du 16-fache Meilen bekommen. Es reicht aber schon ein Tag, da kriegst du nur doppelte Meilen. Ja. Ist nicht so prickelnd. Naja, gut. Also, wenn du jetzt in Urlaub fahren würdest, wenn dann die USA auch wären, dann könnte man ja auch bei Hertz oder wie es da drüben heißt, Hertz, sich ein Auto mieten für 2 Wochen. Und dann wäre man ja wohl bei der
bei dem Wettbewerb automatisch mit dabei. Ich glaube, es muss ja nicht in Deutschland gemietet werden, ne? Nur bei Herz. Nur bei Herz. Also steht dran, Buchungszeitraum 1.6. bis 30.6. Mietzeitraum 1.6. bis 31.7. Ja. Also insofern, also lüptert. Wirklich. Ja. Ja, dann wollen wir den Partner Absolut. Herz wieder ausblenden und blenden den nächsten Partner ein. Ingolstadt Village, Wertheim Village. Du hast gesagt, nach Ingolstadt willst du nicht fahren, aber Wertheim, würdest du da hinfahren? Ich war in beiden schon, ist beides sehr nett, aber halt aus Norddeutschland doch ein ganz schöner Weg. Weiß gar nicht, ob die jetzt schon wieder komplett offen sind oder ob man da Click and Meet machen kann oder ich weiß es nicht, mit negativen Corona-Test. Müsste aber langsam überall wieder gehen, weil die Inzidenzzahlen ja zurückgehen. Ja, also im Prinzip, wie es funktioniert, funktioniert so, ihr kriegt pro Rechnung, die ihr dort habt, also ein Kaufbeleg, kriegt ihr 100 Prämienmeilen extra und für maximal 10 Belege, also maximal 1000 Meilen. Und für alle weiteren Einkäufe erhalten die Teilnehmer eine Meile pro 1 Euro Umsatz. Also insofern, so ist das gedacht. Spannend wäre es natürlich, ja. Dass dann clevererweise machst du das ja so, du zeigst zuerst die 10, die unter 100 Euro sind und danach zeigst du, die über 100 Euro sind, damit du die maximale Punkteausbeute kriegst. Also vom 1.6. Ja. bis zum 30.6. geht das. Und man leiht sich, wenn man von weiter weg kommt, am besten gleich einen Wagen von Herz und fährt mit dem dann zum Wertheim Village oder zum Ingolstadt Village. Nein, du fliegst nach Frankfurt und fährst mit dem Herz Mietwagen vom Flughafen dahin. Genau. Dann haben wir auch schon den nächsten Partner und zwar blende ich ihn ein. Wer weiß, wer es ist. Das ist also ohne Logo. Also nur das Logo ohne Schriftzug, so meine ich das. Du weißt, wer es ist? Ich weiß es nicht. Ja, ich weiß, wer es ist, aber das Logo hätte ich auch nicht erkannt, aber vielleicht kannst du uns ein bisschen was zu dem sagen. Ja, Solid West ist eine Online-Vermögensverwaltung, wie ich ja schon mal irgendwann gesagt habe, wo wir die Meilenangebote für einen Monat hatten. Ich habe mit denen keine Erfahrung und ich sage immer, wenn es um Finanzprodukte geht, Mario wird jetzt wieder lachen. Wir machen keine Beratung, keine Finanzberatung. Wir sagen nicht, ihr sollt etwas kaufen. Wir sagen, dass ihr euch informieren müsst. Wir selber sind, ja, weiß ich jetzt nicht, sind wir Solid West Kunden? Nein, du? Nein, ich bin keiner. Es geht ja dort um Vermögensverwaltung und ohne Vermögen kann man auch nichts verwalten. Ne? Das ist richtig. Ich habe auch kein Geld, ich habe nur Plastik. Manche Kreditkarten, Metall, aber ansonsten ist da nichts zu verwalten. Ja, also wir kommen da nicht in Frage. Insofern, im Juni erhalten alle Miles & More Teilnehmer eine Prämienmeile pro 2 Euro Umsatz. Neukunden erhalten für eine Mindesteinlage von 10.000 Euro sogar 10.000 Prämienmeilen. Die Aktion gilt vom 1.6. bis zum 30.6. Müsst ihr natürlich wissen, ob ihr das macht. Also ich habe da keine Präferenz. Also ich würde eher ins Wertheim Village fahren, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber ich würde das dann einfach mal abhaken. Der letzte Partner, soll ich den auch einblenden? Ja, ich blende ihn einfach ein. Das ist der Lufthansa World Shop. Und wer mich kennt, weiß, dass ich Stammkunde bin beim World Shop. Das Fluggerät habe ich dort gekauft. Mein Airbus A350. Ich roll ihn wieder zurück. Jetzt mit Mario ist das Bild nicht mehr groß genug, aber ich lasse euch den Flügel einfach mal hier so im Bild hängen, damit ihr den seht. Mario sieht zwar das volle Bild, weil er mich über Skype sieht. Ich sehe das volle Bild. Ja, also was muss ich machen beim Workshop? Ja, einfach mal was kaufen, würde ich sagen. Nicht? Und sogar noch fünffache Meilen sammeln. Aber du musst mindestens etwas über 200 Euro kaufen. Aber das sollte ja bei so einem Flieger oder bei irgendwas anderem schnell zusammenkommen. Ich weiß gar nicht, wie viel kostet der Liste serienmäßig? 299 Euro gibt es für diesen Airbus A330. Nein, umgekehrt, du musst die zahlen, du kriegst sie nicht.
Ja, dann bist du schon drüber, fünffache Meilen. Also insofern. Ja, genau. Also nochmal für euch einmal zusammengefasst jetzt am Ende. Registrierung der Aktion bis zum 30.06. Link unten in den Shownotes. Ihr müsst mindestens bei 3 unterschiedlichen Partnern mitgemacht haben. Dann werdet ihr in den Lostopf geschmissen. 10-mal 1 Million Meilen. Der Gewinner wird im September informiert. Das heißt also, tippitoppi. Man hat für den Herbst dann genug Meilen, ne? Also das, wenn man richtig gewinnt. Das ist richtig, und wir hoffen, dass Amerika aufmacht. Mario würde seine Meilen natürlich verballern, um nach Amerika zu fliegen. Ihr könnt ja reinschreiben, was ihr mit der 1 Million Meilen machen würdet, unten in den Shownotes. Mario wird sich drum kümmern um diese Anfrage und sagen, macht das Sinn, macht das keinen Sinn? Ja, genau. Er ist quasi euer Meilenanlageberater. Da würde ich sagen, kommen wir ins Geschäft. Aber es kann sein, dass Mario euch belastet. Das heißt also, für jede 10.000 Meilen, die er ausgibt, müsst ihr 1 Meile an Mario geben als Bezahlung. Insofern, aufpassen. Aufpassen bei der Beraterwahl. Ja. Ja, also wie gesagt, ich finde die Aktion relativ cool. Gewinnen ist auch immer cool. Ich werde auch versuchen mitzumachen. Ich werde allerdings bei Herz mieten, weil ich in der Tat einen Mietwagen im Juni brauche. Hatte eigentlich vor, woanders zu mieten. Aber man kann ja, sich schon, ja, denn schon. Ganz genau. Also ganz wichtig. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV. Bei der Ausgabe Lufthansa sucht den Meilenmillionär. Und denkt wirklich dran, abonnieren, liken und kommentieren. Das sind die 3 Dinge, die ihr tun müsst und sollt. Bis dann. So sehe ich das auch. Bis dann. Haben wir Tschüss gesagt? Wir haben Tschüss gesagt. Tschüss.